Ja, moin, herzlich willkommen zurück zum Lageristen-Simulator 3. Jo, Goat Simulator natürlich, also der Ziegen-Simulator 3. Und ja, ich habe irgendwie Probleme hier, die Mission fertig zu machen. Könnt ihr das irgendwie verstehen? Ich sehe keine mehr, gar keine Kisten mehr. Ja, gehen wir mal die Straße entlang. Ich weiß, ihr seht, aber ich sehe nicht. Ich weiß nicht, wo die sind. Vielleicht hier oder so. Ich habe jetzt einfach mal die schlimmsten, die schwierigsten genommen. Und die leichtesten sind noch irgendwo hier. Ja. Aua, Mann. Jo, lustige Dinge. Ich mache lustige Dinge. Zum Beispiel das hier. Bang. Okay. So. Eins habe ich gesehen. Ich habe noch mehr gesehen. Was machst du? Hallo. Nicht immer Öl schnüffeln. Hallo. Aufstehen. Also den habe ich hier gesehen. Da ist auf dem Dach hin. So. Kiste Nummer 34. Aua. Also die schwierigste Kiste, die habe ich noch nicht gefunden. Ich weiß aber, wo sie ist. Ja. Noch ein bisschen Arsch. Rollen. So. Also die schwierigste Kiste, das ist die da oben. Kann ich nicht erreichen. Kann ich irgendwo aufs Haus gehen? Ich muss irgendwo aufs Haus gehen. Wo wir nämlich jetzt die schwierigste, also die schwierigsten erreichbar. Aber wo kann man hier aufs Haus überhaupt? Ja, so. Okay. Oh, hier ist auch noch einer. Cool. Der Trager macht alles viel schwieriger, als es eigentlich nötig ist. Dann hier das Lecken. Hallo? Spiel? Also ich muss sagen, hätte ich nicht noch ein paar verbuggtere Spiele, ich würde das Spiel wirklich sehr, sehr empfehlen. Weil es so viele Bugs hat. Bugs sind nämlich toll. Ihr müsst immer verstehen, kauft euch Spiele, die verbuggt sind. Sie sind wirklich toll. Vor allem auch diese schöne, ja, Farbfilter-Variante. Okay. Weil Bugs, die motivieren. So, noch schwieriger. Haben wir hier hinten noch eine? Also wir holen jetzt zuerst einmal, nein, das ist die leichteste, aber das ist die schwierigste. holen wir die da. Ja, die ja so schön. Oh, da ist noch eine. Cool. Ich habe einfach die, die man direkt sieht, nicht genommen. Oder da oben auch noch ein paar. Und zum Beispiel einfach die ganz leichten dort oben auf diesem, also in diesem Haus und so. Was nehmen wir die noch? Dann haben wir es auch gleich fertig. Oh, ich müsste eigentlich nur noch die zwei nehmen, aber auf die auf der Bushaltestelle habe ich keinen Bock mehr. Oder die da oben können wir noch nehmen. Aber die leichteste nehmen wir nicht noch. Also könnten wir eigentlich die nehmen und die schwierigste. Weil ich muss ja auch euch zeigen, wie gut ich bin. Nehmen wir die schwierigste. Und nein, das ist die schwierigste und das ist die leichteste. Ach nein. Egal. Okay, wir sind fertig. Wunderbar. Bin ich froh, dass ich das auch endlich abschließen wollte. Es ist wirklich mit 40 Kisten einfach zu viel. So, ich könnte das nicht alles in einen Part unterbringen und so. Ja, schade. Okay, wir haben es geschafft. Dafür bekommen wir als Belohnung erstmal eine Goat-Statue. Und irgendwas, eine Kiste. Ah, Pizzakartons. Oh, geil. Wir sind der König. Wir sind Pizzakönig. Yay. Okay. Dankeschön. Ja. Boah, es geht kaputt. Oh Gott. So, also. Erstmal hier. Pizza. Ich sehe fast nichts. Pizza, 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 Pizza. Pizza, Pizza, immer Pizza und Feuer und Blitz und Feuer. Und Pizza, Pizza und immer mehr Pizza. Hallo. Lol.
Was macht ihr? Pizza, Pizza mit Feuer, Pizza. Das ist die Diavolo, die macht brennende Pizza. Ja, Schafe. Die brennende Schärfe, Schafe. So, also. Wir haben aber hier noch einen Karton. Pizza. Was ist, wenn wir einen noch abliefern? Was passiert, wenn wir 41 Kantos hier reinwerfen? Oh nein, ein paar sind verbrannt. Oh, jetzt müssen wir alle noch machen. Alles ersetzen. Wieso ist hier eine Vogelscheuche? Es ist einfach so random. Also, um jetzt noch zu dem zurückzukommen, welche denn Spiele, welche verbuggt sind, immer noch verbuggt sind. Zum Beispiel nach 14 Jahren ist immer noch Champions of Regnum, wo ich momentan Let's Play ziemlich verbuggt. Dann Diablo 2 immer noch sehr verbuggt, vor allem auch Resurrected immer noch verbuggt. Dann gibt es zum Beispiel Sims 4, wo ich auch nicht so traue zu Let's Playen, weil sie verbuggt ist. Was gibt es noch für verbuggte Spiele? GTA San Andreas ist sehr verbuggt immer noch. World of Warcraft. Elder Scrolls Online, wo ich immer noch eine Quest habe, die ich immer noch nicht lösen kann. In einer Höhle bei dem Kashyyyk-Gebiet ist immer noch sehr verbuggt. Dann gibt es zum Beispiel GTA Online, wo immer noch sehr verbuggt ist. GTA 5. Ja. Schreibt mal in die Kommentare, welche Spiele ja, für euch noch sehr verbuggt sind. Einfach weil die Entwickler nicht so viel Bock haben. Oh, geil, eine Basketball-Bringmaschine. Geil. Und? Oh, zu wenig weit. Hopp. Jetzt nein, zu weit rüber. Komm, spiel mit mir. Hier ist die Pizza. Hallo, Pizza. What the fuck, was passiert mit diesen Maschendrahtzellen? Und Pizzator. Oh, man kann nicht nach oben ziehen. Pizza! Sie wollte gleich schlagen. Pizza! Pizza! Oh, Pizza! Komm! Komm, Pizza! Nehmt Pizza! Bitte! Bitte, ihr auch! Pizza! Pizza! Und Pizza an den Touristen! Pizza! Und die Bananen müssen mit Pizza werfen. Lol, die Polizisten werfen auch mit Handschellen. Pizza! Stop it! Bitte! Please! Manchmal sagen die NPCs, may the force with you. Wir sind ja auch wieder in Star Wars. Wir haben ja eigentlich noch ein Star Wars Schwert, aber wo sind die Schwerter hier? Da ist die Krone dann einfach weg. Also wo ist das Star Wars Schwert, Laserschwert? Ist es das gewesen? Was war es los? Sieht halt für mich eher aus wie ein Dreizack. Ja, es ist das. Cool. Oh, meine Macht ist mit mir. Oh, meine Macht, nicht die eure. Meine Macht. Und hopp. Oh. What the fuck passiert jetzt eigentlich hier? Hallo. Oh. Oh, ich bekomme ein Kleid über. Geil. Abendkleid. Cool. Boah. Das Laserschwert ist geiler, als ich dachte. Ja, man sagt Lichtschwert, stimmt, aber das ist eine schlechte Übersetzung. Oh, hier drinnen? Lol, das ist mir gar noch nie aufgefallen. Oh, hier so direkt, weißt du? Hier direkt bei der Pizzeria auch. Mach Pizzeria kaputt. Ich kann ja immer noch Pizza ausliefern. Wo ist das Bild hin? Ich kann ja immer noch Pizza ausliefern. Ja. Genial. Einfach nur genial. Was passiert, wenn wir eigentlich hier zu diesem Fass? Das dachte ich jetzt nicht. Was würde das...